und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening mit und von Zalando 7 Games. Wir werden in diesem Video insgesamt 8 Packs öffnen und nebenbei machen wir hier auch noch die La Liga Santander SBC zu Ende und erhalten ein Suarez. Denn dort fehlt mir jetzt nur noch Real Madrid. Dort habe ich auch die Mannschaft schon fertig gemacht. Werde die jetzt gleich abschicken. Und kurz was abchecken hier. Ne, das geht nicht. Okay, und erhalten neben einem seltenen Spielerset dann unseren Suarez SBC. Los geht's. Mal schauen. Okay. Und liebe Freunde, hier ist er. Suarez. Und 30.000 Münzen gibt es auch noch dazu. Sehr, sehr nice. So, den packen wir natürlich in den Verein. Und mal schauen, ob wir so einen ähnlichen Spieler jetzt auch noch ziehen werden. Heute ist das Team der Season Rest der Welt rausgekommen. Also kann sein, dass wir davon auch was ziehen. Und natürlich gibt es auch noch das Calcio A. Tots, davon haben wir hier auch noch 5 Packs. Die werden wir auch noch öffnen. Wir starten aber, würde ich sagen, erstmal mit den Megasets. Und dann machen wir mal die Calcio A Sets auf. Und legen los in 3, in 2, in 1. Und los geht's mit dem Pack Opening. Schon mal kein Walkout. Das ist nicht gut. Und wir haben hier den Jonas. 83er Jonas. Ansonsten auch nichts Weltbewegendes. Zack, 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 zack. Nicht aus. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das nehmen wir mit. Und ja, dann machen wir jetzt schon die Calcio A-Sets auf. Komm, 5 Stück haben wir. Wir fangen in der Mitte an. Nummer 3. Letztes Mal hat es uns Glück gebracht. Mal schauen, ob es jetzt auch was bringt. Mal gucken, ob wir hier einen Tots haben. Los geht's. Nein, kein Tots. Es ist der Torwart Viviano. 82er Viviano. Sanchez ist auch noch dabei. Philippe Anderson. Ein paar andere. Komm, dann nehmen wir jetzt mal alle guten Dinge. Sind 3. Nehmen wir jetzt Nummer 3. Nee, auch nix. Auch nix. Auch nix. Schon wieder ein Torwart, diesmal von Bologna, Mirante. Laxalt und Bastos haben wir noch drin. Immerhin, keinen Doppelten. Das fängt schon mal gut an. So. Ich vorschlage, nehmen wir jetzt die Nummer 1. Premium Set, Premium Spieler Set, Calcio. Come on. Give me Tots. Und schon wieder kein Tots. Es ist Medel, wie auch immer. 82er, Mann. Und da haben wir auch schon die ersten Doppelten. Ach. Kein Glück aktuell kein Glück. Zwei Packs noch. Eine Minimiste und raus willst du. Los geht's. Come on, Tots. Come on. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Tots. Ich glaube, das wird nichts. Wieder Felipe Anderson, den haben wir schon. Können wir den gleich abstoßen. Abate haben wir auch. Und jetzt haben wir eine Menge zum Abstoßen. Nee. Kein Glück. Letzter Pack. Auch nicht. 5 Premium-Spieler-Packs. Und der beste war, ich glaube, auch ein 83er. Leider kein Tots dabei. Benatia ist jetzt noch mit dabei. Aber sonst war nichts Berauschendes dabei.
So, dann kommen wir noch zu zwei Packs, ein Prime Gold Spieler Set und ein 50k Pack. Da ist meine letzte Hoffnung. Wir öffnen jetzt aber erstmal das Prime Gold Spieler Set. Come on, walk out, let's go. Kein Walkout. Ah, Rulli, 83er Rulli. Miese, miese, miese. So, liebe Leute, das allerletzte Pack. Ein 50k-Pack, 12 Spieler, alle selten. Also, Team der Woche, Team der Season, Rest der Welt ist draußen. Calcio A ist auch noch draußen. Sind genügend Spieler da, die man ziehen kann. Und mal schauen, was für ein Glück wir haben. Wir öffnen das Pack in 3, in 2, in 1 und los. Kein Walkout, nein. Und noch nicht mal eine große Sternstuppe. Was für ein bescheuertes Pack-Opening, Alter. Was für ein bescheuertes Pack-Opening. Ja, was soll ich denn hier mit so einem Sommer und Herrn des 83er, ey? So ein Müll gibt ihr mir hier. 50k-Pack, 100. Keine Ahnung, 40k investiert für diese scheiß Real Madrid-Mannschaft und dafür bekommt man eine Hernandez und Sommer. So ein Dreck hier. Scheiß EA, Alter. Alles zum Verein. Ich hau eben noch die, die ich gezogen habe, gerade eben von Calcio A, nochmal für ein paar Calcio A-Packs und ja, die schauen wir uns gleich nochmal an. Also, das heißt, es gibt jetzt gleich nur ein oder zwei Packs zu ziehen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück und wir haben drei Premium Gold Sets und zwei Premium Spieler Sets der Calcio A. Also noch fünf P P P Packs, fünf Packs, wo ein Tots Calcio A Spieler drin sein kann. In diesen fünf Packs haben wir jetzt die Möglichkeit. Los geht's mit Pack Nummer 1. Da schon mal nicht. Aber immerhin seltener Spieler Maximovic. Wieder eine Menge zum Abstoßen. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Premium Gold Set. Los geht's. Ah, hier nicht mal ein seltener Spieler. Zappacosta. So einen Spieler wollte ich schon immer mal haben in meinem Verein. Das nehmen wir mit. Und jetzt das letzte Premium Gold Set. In 3, in 2, in 1 und los. Und wieder kein Tots. Ah, wieder ein seltener Spieler. Es ist von Neapel der Tonelli. Und noch einen doppelten Spieler dabei. Ah, Peter Bosch, der neue Dortmunder Trainer Peter Bosch, haben wir auch noch gezogen. Den können wir abstoßen. Haben wir den vielleicht? Ne, kann man auch nur schnell Verkauf machen. Okay, dann weg damit. Den Rest nehmen wir mit. Dann kommen wir jetzt zu den zwei letzten Packs, zwei Premium-Spieler-Sets von Calcia. Come on, bisschen Packluck. Los geht's. Hier nicht. Aber auch nur gar keine große Sternschnuppe. Stattdessen Felipe Anderson, den wir jetzt hier schon zum dritten Mal ziehen. Zorrentino, Laxalt und eine Menge andere Spieler. Und jetzt Premium Spieler Set, Calcio. Allerletzte Pack. Wir öffnen das Pack in 3, in 2, in 1 und los. Kein Walkout, kein Tots und keine große Sternschnuppe. Es bleibt dabei, Benatia. Holen wir uns zum zweiten Mal, dann können wir jetzt hier den zweiten 83er nochmal abstoßen. Richtig geil. Albiol hatten wir noch drin, ansonsten nur Stuss. Wie gesagt, die können wir abstoßen, weil wir den schon haben. Und dann war es das mit wieder einem der schlechtesten Pack-Openings überhaupt auf meinem Kanal.
Nicht vom Video her, sondern halt nur vom Pack-Inhalt, was man so gezogen hat. Das versteht sich von selbst. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Pack-Opening. Wahrscheinlich dann am Freitag, wenn es dann, glaube ich, dieses EA-TOTS geben wird, falls es kommt. Und da gibt es dann die Packs aus der Weekend League und vielleicht dann noch ein paar andere SBC-Packs. Auf jeden Fall gibt es dann wieder ein Pack-Opening. Und dann schaut rein bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.